Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder zu einer kleinen Bewegungsfrequenz, die heute den Schulter-Nackenbereich wieder ein bisschen, ja, zum Ausgleich bringen wollen. Und wir können diese Übung entweder im Sitzen machen oder auch im Stehen. Also mach das, wo du gerade bist, was für dich möglich ist. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr vielleicht mal beobachtet auch, welche Gedankenqualität ihr in dem Bereich habt, in dem Tagesbereich oder Mittagsbereich, wenn ihr merkt, dass ihr wieder schwere Schultern und Nacken bekommt und das alles wieder so angespannt sich anfühlt. Einfach mal zu erforschen und zu erkunden. Was habe ich da immer wieder für Gedanken? Wo meine ich vielleicht Verantwortung übernehmen zu müssen? Oder wo ich mir unbewusst Gedanken über Sorgen mache, ob ich alles heute wieder schaffe? Oder ob das alles gut genug ist, was ich dort mache? Und schau einfach mal auf diese, ja, ich sage jetzt mal emotionalen und mentalen Eigenschaften, die wir haben Auswirkungen auf unsere Körperverfassung, das heißt also auch auf unser körperliches Empfinden. Und da spüren wir natürlich als allererstes Anspannung oder Entspannung. Und das hängt ganz viel aber auch mit unserer Gedankenqualität zusammen und der Emotionalität, die darauf folgt, weil es gibt keinen Gedanken ohne eine emotionale Reaktion. So oder so, im Positiven sowohl wie im Negativen. Gut, gehen wir über zu den Übungen. Sie sollen immer nur eine kurze Anwendung sein für deinen Ausgleich. Und du kannst die Übung wieder im Sitzen machen oder im Stehen. Wir beginnen erstmal mit den Armen. Rechte Armseite, von mir aus jetzt hier natürlich links gesehen, von dir aus auch. Aber hör einfach auf das Wort rechte Armseite, Handteller zeigt nach unten, linke Armseite, Handteller zeigt nach oben zur Decke. Dein Kopf ist auch in Richtung des Handtellers, der nach oben weist, ausgerichtet. Und jetzt rotierst du deine Hände so, dass praktisch deine Handteller sich tauschen gleichzeitig. Jetzt ist deine rechte Hand mit dem Handteller oben, dein Kopf ist nach rechts. Und deine linke Armseite rotierte so, dass deine Handteller nach unten auf den Boden zeigt. Und spür mal rein, wie sich die Nackenschulterpartie sich anspürt, während du diese Rotationen machst und auch ziemlich geradeaus führst, sehr sauber. Dann merkst du nämlich auch die Engpässe. Und dann wechselst du in einem Maß, wo du aber mitbekommst, wie sich das in deinem Nacken-Schulterbereich einfach anspürt. Immer gleichzeitig Rotation der Arme mit Kopfbewegung in die Richtung von der Wand, die zur Decke zeigt. Locker lassen. Rechte Ellenbogen beginnt nach unten, schultertief, Ellenbogen tief und dein Kopf geht mit dem Ohr zur linken Schulter. Und auch hier fängst du irgendwann an, etwas zu federn mit dem Kopf. Nur mit dem Kopf- und Halsbereichen. Federn. Ja, ganz leicht. Und jetzt kommt es auch auf die Koordination an. Du musst es nicht. Du kannst es auch einzeln machen, dass du auch das Federn mitnimmst für deinen Ellenbogen-Schulterbereich. Und du federst und dein Kopf, ja, ich sag mal, winkt wie so ein Dackelwackel. Das kennt ja jeder. Gut. Locker lassen. Mal reinspüren. Spür mal, wie die rechte Arm- und Kopfseite und Halsseite sich anspürt gegenüber der linken Seite. Dann linker Arm. Ellenbeuge an,
Winkeln, Ellenbeuge zieht nach unten, Schulter tief, Kopf zur rechten Seite. Das Ohr soll hier in Richtung rechte Schulter reisen. Und dann, erst wenn wir gut ausgerichtet sind, fangen wir an, mit dem Kopf zu federn. Ganz leicht. Und wir beziehen auch noch unseren Arm mit ein, wenn es koordinationsmäßig für dich umzusetzen ist. Wenn nicht, machst du nur Kopf und dann nur Schulter, Ellenbogen. Ansonsten kannst du probieren, beides gleichzeitig zu machen. Ist auch ein bisschen koordinationsabhängig. Dann locker lassen. Schultern nochmal schöner hinten kreisen. Die Arme nach vorne rotieren lassen mit einem runden Rücken ausnahmsweise, so dass sich Handrücken an Handrücken sich berühren kann. Wieder öffnen, weit nach hinten ziehen und wieder rund machen und nach vorne. Rotation, Handteller, Handrücken an Handrücken. Entschuldigung, ich mache es nochmal von der Seite. Hier schön nach hinten ziehen und rund nach vorne und die Arme sind rotiert, so dass deine Handrücken sich berühren. Loslassen. Dann guckst du nochmal mit deinem Oberkörper über deine rechte Schulter ganz weit nach hinten. Ziehst deinen rechten Arm nach hinten, spannst den schön durch und fängst auch hier an, aus dem Rumpf und aus dem Arm etwas zu schwingen und kommst wieder zurück. Drehst dich dann zur anderen Seite, nimmst deinen Arm lang nach hinten mit, durchgestreckt. Und dann schwingst du auch hier einmal mit dem Arm aus dem Rumpf. Und du bleibst aber unten mit deinem Becken und mit deinen Beinen so gut wie möglich gerade stehen. Und kommst wieder zurück. Schultern nochmal kreisen. Und nochmal das runde Rotation. So das Handrücken an Handrücken ist mit rundem Rücken. Und einmal öffnen und nach hinten ziehen. So. Das soll für heute erstmal wieder ausreichend sein. Für ein bisschen Ausgleich. Für Schulter, Nacken, Rücken. Und wie gesagt, erforsche mal und erkunde mal, was dir so in die Quere kommt, gedanklich, emotional, was sich auch direkt auf den Körper auswirkt. Hab viel Spaß und wir sehen uns dann. Ciao!